Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Heute mit Sombra Blaze hat das Ganze hier eingesandt. Der WZ-132 ist hier am Start. Ein 9er, 8er, 7er Gefecht. Also von dem hier mit hier. Und da schauen wir mal, was er da so reißen kann. Ich bin selber sehr gespannt. Weil der Schaden, der schaut schon ganz nice aus. Und auch die Erfahrung, also da glaube ich, werden wir jetzt gleich ein bisschen was sehen können und auch dürfen. Und weil die Frage... Ja, genau, Ruhe. Und weil die Frage erst vor kurzem aufgekommen ist, so von wegen, hey, spielst du eigentlich auch selbst? Ja, ich spiele eigentlich jeden Tag live auf Twitch, weil hier die Leute sich immer mal wieder wundern, so von wegen, ja, immer Replays. Ja, das ist bei die Auslegung von dem Kanal ist jetzt mittlerweile einfach so. Auf YouTube will ich hier die Replays zeigen und wer mich live sehen will, kann das mehrere Stunden am Tag auf Twitch. Also von dem her nochmal hier angemerkt. So, T4400, kann er da gerade beschießen, ist auch so eine gern genommene Stelle, die er hier bespielt. Man hat immer ein schönes Cover, kann gut dann mit dem Turm arbeiten, vor- zurückfahren, ist schlecht für den Gegner zu sehen und man spottet auch noch nebenbei. Also eigentlich sehr viele Gründe für den Panzer hier. Jetzt muss man aufpassen, da von unten, da schickt sich ein bisschen was an Gegner heran, aber er bleibt erstmal auf dem IS. Schade, dass er den jetzt nicht getroffen hat, weil das wäre der Killshot, also den noch treffen und dann hätte er schon den raus. Man sieht schon, der IS, der bleibt hier auch auf ihm drauf. Interessant übrigens zu sehen, er spielt mit keiner einzigen Premium-Granate, also der sagt sich, entweder das klappt oder halt nicht. Ist mir aber auch egal. Ja, muss er ein bisschen aufpassen, weil, ja, die haben auch keine schlechte Position und sie werden auch da nicht irgendwo sonderlich gerusht, die beiden hier in der Mitte. Da kann man einfach für zu viel, ja, Risiko gehen. Das ist so, das verleitet ganz gern mal. Hat aber jetzt sich gedacht, nee, das tue ich mir nicht an, das wird schon so klappen. Der T54E1, der da auch hinter diesen Hügeln noch zuletzt gesehen war, den darf man auch nicht ganz unterschätzen, weil der wird auf einmal auch sehr ekelhaft. Aber jetzt geht er erstmal für die Mitte. Der T54, Gott sei Dank, schießt ihn hier noch nicht in den Rücken. Somit kann er auf der Mitte bleiben, weil wenn er jetzt rumkommen würde, hätte er echt ein Riesenproblem. Der will den zack, zack, zack rausklippen und das Thema wäre für ihn schnell gegessen. Jetzt kommt der Chrysler, sieht man unten auf der Minimap, kommt jetzt auch weiter vor. Der will jetzt Richtung Garde. Auto-Aim und jetzt will er da sein Mate supporten. Der T-54 wurde durch den Garde gespottet. Das heißt, er sieht auch, okay, da ist erstmal keine Gefahr, die da von dem ausgeht. So, jetzt hat er da gewartet. Schön, bis der Chrysler so seitlich war, dass er den locker nehmen konnte. So, und jetzt der 54er. Ich bin gespannt, wie viele Granaten der noch im Magazin hat. Trauen tun sie sich jetzt beide gerade nicht so wirklich, weil sie wissen, naja, wenn er jetzt voll ist, aber voll ist er nicht mal. Auf dem Garde hat er mindestens einen geschossen. So, da ging es noch ein Schuss raus. Das war der dritte und ich glaube, jetzt ist er leer. Ja, so wie er sich verhält, so wie er zurückfährt, ist er definitiv jetzt leer. Oder vielleicht doch nicht? Nee, jetzt ist er aber leer. Den hat er noch rausbringen wollen. Und jetzt verkrümelt er sich nämlich. Aber da war es schon um ihn geschehen. Thema ist schon gelutscht. Oh. Der 54er da in der Mitte. Der ist aber mutig und oh, sein nicht eingeämter Schuss klappt aber doch noch sehr fein. Ja, ich dachte mir, der klappt nicht. Aber
hat er doch gut gesessen und damit geht sein Team jetzt mittlerweile entspannt in Führung 8-4. Jetzt geht er hier in der Mitte mal durch. Der will seinem Team in der Basis unterstützen. Da sieht man nämlich den T29 LTG. Da ist noch ein bisschen was. Und klar, am Ende ist ja auch Damage, den man da gerne mit nach Hause nimmt. So, LTG, ein Schuss angezündet und durch den Brand weggemacht. Der Super Pershing, der kriegt noch gar nicht mit, dass da von hinten ungemacht droht. Oh, und dann, wie es immer so ist, der Schuss geht unter dem Panzer durch. Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, drunter durchzuschießen, die minimalste, aber jeder Schuss wird ihm gerade nicht zugestanden. Auch der zweite jetzt, vielleicht der güldene dritte. Ja, und der dritte klappt dann endlich auch. So, jetzt dreht sich da der Super Pershing, er merkt, von vorne kommt auch noch was. Also jetzt kann er da natürlich super hinten reinhalten und der letzte endlich auch, dass der funktioniert. Und einen bräuchte er noch für den Krieger. Zwei Artis noch am Start und die Torte. Ja, und ich sag mal, er steht sehr, sehr gut dafür, dass er eine der Artis da bekommen sollte. 542 Hitpoints ist jetzt nicht die Welt, aber auch da sollte er normalerweise, selbst wenn er einen bekommt, noch gut im Saft stehen. So, GB Tiger hat er da offen, kommt jetzt auch drauf, hat mal Auto-Aim mal reingemacht, aber geht jetzt doch für den manuellen Schuss. Und hier wollte er es mit HE machen und man sieht HE ab und dann drollt einem die Munition einfach dann, selbst wenn man denkt, ja, die Arti, die mache ich, aber in Summe hat er jetzt mit zwei HE-Schüssen gerade mal 170 Schaden gemacht. Gut, der letzte Schuss, der war jetzt auch nicht wirklich perfekt, aber man sieht schon, die Arti, die klappt das deutlich besser. Ladeschütze raus, so, jetzt mit AP funktioniert es dann da besser und einen braucht er noch und dann hat er den auch rausgenommen. So, und damit seinen Krieger geholt. 4000 Damage mittlerweile, 1423 unterstützt. Ja, so kann das jetzt laufen, würde ich mal sagen. Und jetzt noch die andere Arti. Vielleicht kriegt er sogar da noch den Kill. So, Arti verschießt und er kann ihn sich sichern. Damit den siebten Kill gemacht. Am Ende der Runde 1679 Schaden und 1679 Erfahrung und 4149 Schaden gemacht. Also ich denke, alles in allem eine feine Runde dafür, dass er mit hier war, hat er es da ordentlich nach Hause geholt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.